Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wenn Sie durch die Region fahren, sind Ihnen auch schon die ganzen Dächer aufgefallen, die nicht mit Ziegeln, sondern mit Metall gedeckt sind. Wir zeigen Ihnen heute, welche Vorteile dieses Material hat. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Tipps fürs Gewächshaus. Mit der richtigen Pflege überstehen Ihre Pflanzen auch große Hitze im Sommer. Lösungen fürs Dach. Bereits seit Hunderten von Jahren wird Metall als Material für anspruchsvolle Dacheindeckungen verwendet. Und Hilfe für die Decke. Wer seine Zimmerdecken verschönern will, für den sind Spanndecken eine schnelle und saubere Alternative. Sind Sie in letzter Zeit beim Spazierengehen vielleicht an einem Gewächshaus vorbeigekommen und haben die knallroten Tomaten im Gewächshaus entdeckt? Das macht richtig Lust auf das Gemüse aus dem eigenen Garten oder Gewächshaus. Claudia Zidorn und Robert Pfeiffer waren für Sie unterwegs und zeigen Ihnen, was Sie derzeit schon alles ernten können, aber vor allem auch, wie Sie Ihre Pflanzen durch die sommerliche Hitze bekommen. Ende März. Anfang Mai, Ende Juli, rund 4 Monate, in denen das Wachstum im Gewächshaus schnell fortgeschritten ist. Dass sich die Pflanzen so zügig entwickeln, liegt an den guten Bedingungen im Gewächshaus. Bei extremer Hitze im Sommer sollte allerdings auf die Temperatur geachtet werden. Stehende Hitze kann den Pflanzen, dem Gemüse und dem Obst schaden. Regelmäßiges Lüften sorgt nicht nur für angenehmere Luft, sondern sichert auch eine ertragreiche Ernte. Ebenso ist der Wasserbedarf in diesen Tagen besonders hoch. Frühmorgens und spätabends sollte daher gegossen werden. Auf keinen Fall in der Mittagszeit und auch wichtig, nur unten angießen, nicht die Blätter besprühen. Also das Gewächshaus ist natürlich so, dass wenn es richtig gelüftet ist und auch danach gelüftet bleiben muss oder sollte, auch außer wenn es kommt ein sehr starkes Gewitter, dann kühlt es runter in der Nacht und dann atmet die Pflanze natürlich auf. Was natürlich auch wichtig ist, ist diese Stecktoppelplatte, wo leicht diffuses Licht reinbringt, dann gibt es auch keine Verbrennungen an den Pflanzen, wo die an das Glas und an die Stecktoppelplatte kommt. Im Gegensatz zum Klarglas oder transparenten Glas, wo dann halt auch Verbrennungen kommt und auch sehr, sehr heiß wird dann im Gewächshaus. Zudem ist die Gefahr von Schädlingen im Gewächshaus bei starker Hitze sehr groß. Neben Lüften und Gießen ist daher auch der richtige Standort entscheidend für ein gutes und gesundes Wachstum. Ideal ist es, wenn das Gewächshaus durch Bäume oder Sträucher vor dem Wind geschützt steht. Im Sommer spenden sie außerdem den nötigen Schatten. Ebenso wichtig, ausreichend Licht. Jetzt im Sommer geht es an die Ernte von Obst und Gemüse. Ein paar Dinge sollten dabei beachtet werden. Also im Moment müsste man eigentlich nochmal die Gurken und Tomaten noch nach oben binden, auch dann oben abschneiden, dass die Pflanze vieles in die Frucht bringt. Dann haben sie größere Tomaten. Dann ist natürlich so weit, dass auch schon die ersten Pflanzen dann so Ende August schon von unten her entblättert werden. Und dann haben sie unten am Boden wieder mehr Helligkeit. Dann können sie schon wieder frischen Salate, Radieschen und auch schon wieder Ackersalat aussehen. Gurken beispielsweise sollten jetzt schnell geerntet werden, damit sie wieder nachwachsen können. Ebenso sind Tomaten, Paprika, Auberginen und auch Melonen reif zum Verzehr. Im Gewächshaus ist die Gartensaison eigentlich nie vorbei. Da es möglich ist, ganzjährig gleichbleibende Temperaturen zu schaffen, kann 12 Monate Gemüse und Obst gezogen und geerntet werden. Und wer zu jeder Jahreszeit die richtige Nutzung und Pflege beachtet, kann sich das ganze Jahr an seinem Gewächshaus erfreuen.
Wenn man diesen Korb mit frischem Gemüse sieht, bekommt man richtig Appetit auf einen sommerlichen Salat. Bei uns geht es gleich weiter mit den Themen Spanndecken und Blechdächer. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Ziegeldächer kennen wir heute in allen Farben und Varianten. Doch auch Metalldächer stehen den Ziegeln in nichts nach. Speziell in Sachen Optik hat sich hier in den letzten Jahren einiges getan. Außerdem haben Metalldächer noch viele andere Vorteile. Bereits seit mehreren hundert Jahren wird Metall als Material für Dacheindeckungen verwendet. Nicht nur die Optik hat sich über die Zeit weiterentwickelt, vor allem die Herstellung der Metalle und Bleche ist moderner geworden. Hochwertige Maschinen können vielfältige Bauteile in großer Länge biegen, profilieren und schneiden. Mithilfe von CNC-Steuerung sind zudem Sondermaße und Sonderformen einfach umsetzbar. Für die Montagearbeiten auf der Baustelle bringt das enorme Vorteile. Man hat auf der Baustelle gar nicht mehr so eine hohe Montagezeit wie früher, wo man damals alles von Hand gemacht hat. Da hat man das glatte Blech, die Rolle mit auf die Baustelle genommen, hat es dann von Hand aufgestellt und hat dann, sage ich mal, das Dach fertig gemacht. Und heute läuft das eigentlich überwiegend in der Werkstatt. Man lädt es in Containerboxen, transportiert es mit dem LKW dann rüber und montiert es dann recht schnell. Da sind die Zeiten also auf der Baustelle ziemlich gering, aufgrund auch vom Wetter und so, dass man da nicht so abhängig ist. Selbst komplizierte und aufwendige Dachformen sind heute realisierbar. Für die Dacheindeckung können verschiedene Materialien verwendet werden: Stahlblech, Edelstahl, Zink, Kupfer oder Aluminium. Dabei kennt die Farbgebung heute fast keine Grenzen. Metalldächer bieten Vorteile bei der Last und der Statik, da sie erheblich leichter sind als Ziegel. Vor allem aber sind sie beliebt aufgrund ihrer Langlebigkeit. Einmal auf dem Dach ist kein Nachstreichen oder Ähnliches mehr notwendig. Beim sogenannten Kaltdachaufbau ist der Dachaufbau hinterlüftet. Das bedeutet, wenn sich Feuchtigkeit im Dach bildet, wird diese abtransportiert und nach außen geleitet. Wasserschäden sind daher nahezu ausgeschlossen. Wie man jetzt hier an dem Dach sieht, man kann das Dach relativ flach machen. Also man könnte ein Metalldach ab 3 Grad Dachneigung verlegen mit Zusatzdichteinlage. Da wird dann hier auf dem Falz wird dann ein Dichtband aufgelegt oder ein Gel eingearbeitet und dann mit verfalzt. Und somit können wir dann ab 3 Grad können wir da dann Dächer decken und bis oben aus keine Grenzen. Metalldächer oder auch Fassaden sind beständig gegenüber allen klimatischen Bedingungen. Zwar können bei Hagel mechanische Verformungen und optische Beeinträchtigungen auftreten, das Dach hält aber dicht. Ebenso sind Metalldächer nicht brennbar und daher bei Bauherren, egal ob privat oder bei öffentlichen Gebäuden, immer mehr im Trend. Sollte ein Metalldach eine Alternative für Sie sein, sollten Sie jedoch bei der Planung berücksichtigen, welche Materialien bereits am Haus verbaut worden sind. So kann beispielsweise Kupfer, Aluminium und Zink beschädigen. Vom Dach des Hauses gehen wir nun zur Innenraumgestaltung. Wenn wir unsere Wohnung neu machen wollen, nehmen wir schnell den Pinsel und malen die Wände an, kaufen neue Gardinen oder neue Möbel. Der Boden und die Decke, das lassen wir meist außen vor, weil der Aufwand und der Schmutz viel zu groß ist. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie mit Spanndecken im Handumdrehen eine neue Decke haben und die auch noch mit Lichteffekten richtig verschönern können.
Sven May installiert Spanndecken in Firmengebäuden, aber auch immer mehr in Privathäusern. Eine gute Alternative, wenn man renovieren muss. Eine Spanndecke ist eine neue Form der Renovierung, bei der man sagen kann, man kann innerhalb von einem Tag einen Raum ohne Schmutz, ohne Dreck, komplett mit einem neuen Deckenoutfit versehen. Spanndecken gibt es in verschiedenen Farben, bedruckt oder beleuchtet. Zuerst werden Aluprofile an die Decke geschraubt, in die wird später die Spanndecke eingespannt. Damit die Spanndecke später leuchtet, klebt Sven May kleine LEDs in die Aluleisten. Die gibt es in verschiedenen Helligkeitsstärken und Farben, einfach von der Rolle. Eine schnelle, saubere und speziell mit Beleuchtung auch außergewöhnliche Art der Renovierung. Und die findet immer mehr Nachahmer. Hauptsächlich habe ich eigentlich Kunden, die vor 20 Jahren ungefähr gebaut haben, eine in der Zwischenzeit nicht mehr ganz ansehnliche Holzdecke in ihrem Wohnbereich haben und diese einfach nur geändert haben möchten. Und da ist eben der schnellste Weg und der kostengünstigste und sauberste Weg eine Spanndecke. Wenn das Licht funktioniert, kann die eigentliche Spanndecke eingesetzt werden. Die Folien gibt es maßgeschneidert vom Hersteller, individuell für jeden Raum passend. Die schweißtreibende Arbeit beginnt eigentlich erst jetzt. Um die Folie dehnbar zu machen, wird der Raum auf 40 bis 50 Grad erhitzt. Es herrscht also eine unheimlich große Spannung auf der ganzen Sache. Die Folie selber ist ungefähr 10% kleiner wie der Zuschnitt vom Raum und muss eben auf diese Länge dann gespannt werden. Praktisch sind Spanndecken auch. Die Spanndecken sind antistatisch, das heißt also, sie nehmen keinen Staub an und sind dadurch, dass sie eben keinen Schmutz annehmen, sehr hygienisch, sehr pflegeleicht. Sollte mal gewisse Schmutzpartikel an der Decke sein, sind die ganz einfach durch ein beigefügtes Reinigungsmittel und ein Reinigungstuch abzuwischen. Weil wasserabweisend sind Spanndecken auch für Bad und Dusche geeignet. Eine schöne Alternative also für die nächste Renovierung. Erst recht mit Licht. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann mit dem Thema Hausbemusterung. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.